Name ist Duan Zhengzheng. Ne? Genau, ich bin seit 2007 beim Volkswagen angestellt und ich mache jetzt Bentley, also Bentley PR und Kommunikations hier in Greater China. Aber meine Kollegen, Arbeitskollegen, die sind Deutsche, Britische und Chinesen. Genau, also das ist ein interkulturelles Team. Also ich bin zum 2001 bis zum 2007 in Bremen studiert, bei der Bremer Universität. Ich habe damals BWL studiert und in meinem Hauptstudium, ich habe innovatives Markenmanagement als mein Hauptprojekt. Das Kooperation mit einem Team, das habe ich richtig, richtig gut gelernt oder geübt während meiner Studienzeit in Bremen. Also mit meinen damaligen Kommilitonen, wir sind immer noch eine E-Mail-Group. Das sind 7 Leute insgesamt. Die arbeiten heute in Deutschland, in China für mich, ja, und in Frankreich, also überall. Und daher jedes Mal, wenn ich oder jemand anders wohin reisen, und dann schreiben wir ein E-Mail und dann wir können uns dort mal treffen. Einfach mal Bier trinken und einen Kaffee gehen, aber das macht Spaß. Bevor ich nach Deutschland kam, ich habe dann Möglichkeit nach Berlin oder Frankfurt oder München. Also ich habe damals für mich entschieden, dass ich zum Bremen gehen sollte, weil da ruhig ist, weil das ne, mein Traum ist. Und dann bin ich nach Bremen gekommen. Und den ersten Tag, nee, zweiten Tag, ich habe meine Richtung verloren, irgendwie auf dem Bus. Und dann habe ich eine Oma, die neben mich sitzt, habe ich gefragt. Also welche Station ist die Waldmeishauser? Und dann, oh, die sind richtig auf eine andere Richtung. Und dann sie merkt, dass ich das nicht verstanden habe. Und dann sie hat mich also von dieser Seite von Bremen auf meine, also Waldmeishauser Straße gebracht. Das kann ich mich heute noch erinnern. Na, das ist irgendwie Sympathie. Na, das hat mich irgendwie berührt. Genau, in Peking, wir haben hier auch eine Bremen Universität Alumni hier in Peking. Und da gibt es auch Stammtisch. Die sind alle zu uns gekommen und wir sind zum Essen gegangen und wir haben uns Karaoke gesungen und irgendwie ja, sehr viel geredet über unsere Zeit in Bremen. Und wir haben das Bremen-Alumni von ganz China angeladen, nach Peking angeladen. Und da sind damals kamen 30 oder 40 Leute, ich denke. Und da arbeiten wir richtig gut zusammen.